Servus, grüß euch. Ganz kurz, Telefonakquise B2B 101. Ja, ich hatte gerade wieder einen Schnuppertagler da, also jemand, der für mich langfristig gerne arbeiten möchte. Und hier machen wir immer sogenannte Schnuppertage. Unverbindliches One-Day-Training, wo wir uns gegenseitig beschnuppern können. Unterm Strich möchte ich natürlich feststellen, aus welchem Holz der Typ geschnitzt ist oder die Dame oder der Herr. Und letztendlich, ob wir zueinander passen könnten, theoretisch. Und da fiel mir jetzt auch wieder auf eine Sache, die ich hier gerne auch auf YouTube teile, für diejenigen von euch, die Vertriebler sind oder Vertriebsteams aufbauen wollen oder generell in dem Bereich noch gerne ein bisschen besser werden wollen. Letztendlich geht es um das Prinzip, ja, der Drei-Phasen-Methode, ja, in der Telefonakquise, Kaltakquise. Das heißt, was viele verkehrt machen, wo viele eben denken, dass Vertrieb letztendlich in der Summe sehr viel mit Präsentieren, mit Sprechen, mit Rhetorik, mit NLP, mit irgendwelchen Verkaufstricks und allen möglichen Einwandbehandlungen und so weiter und so weiter und so weiter zu tun hat. Alles schön und gut und richtig. Nur alles zu seiner Zeit. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt mal, sagen wir mal gekapselt vom kompletten Vertriebsprozess, die Kaltakquise, insbesondere sozusagen Erstkontakt, Cold Calling, Telefonakquise, aber auch schon so wieder vor lang, die wir schon mal gesprochen haben, aber dann nochmal richtig eigentlich ins Gespräch zum ersten Mal kommen und so weiter und so fort. Oder auch wieder vor lang, die sich nicht mehr an uns erinnern können, aber wo wir quasi nochmal von vorne anfangen und so weiter. Wenn wir hier jetzt halt mal diese Phase auskapseln aus dem kompletten Vertriebsprozess, ja, also wir sind jetzt mehr oder weniger grüne Wiese, ja, also wir rufen den an, dann haben wir dieses Drei-Phasen-Prinzip. Ja, die erste Phase ist letztendlich 80-20. Und in 80% lassen wir den Prospect, also den potenziellen Neukunden sprechen und nur 20% sprechen wir. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen 90-10. Ja? Das bedeutet, die erste Phase ist die Eruierungsphase, also die Analysephase. Das heißt, wir wollen die Pain Points, die Schmerzen des Gegenüber, des Prospects so gut kennenlernen wie nur irgendwie möglich. Ja? Warum, komme ich gleich dazu. Das heißt, wir stellen eine Frage und dann lassen wir den Prospekt reden. Und das Verhältnis ist, wie gesagt, extremst geringer Redeanteil vom Akquisiteur und extremst möglichst hoher Redeanteil vom Prospekt. Das heißt, unser Job als Akquisiteur in der ersten Phase ist generell, prinzipiell nur zuhören, Frage stellen, zuhören, Frage stellen, zuhören, Notizen machen, Frage stellen, zuhören. Und das hat nämlich folgenden Hintergrund, dass wir müssen einfach, zum Beispiel, wenn wir Sachen machen wie Telefonakquise für IT-Security, ja, oder auch Web-Development und so weiter, müssen wir erstmal verstehen, wo sind denn überhaupt die Pain Points, also die echten Pain Points, und teilweise dann, indem wir eine Frage stellen und wird dann was erzählt, dann eine zweite Frage stellen. Häufig müssen wir auch zwischen den Zeilen lesen, weil es ist halt so, dass die Pain Points meistens, niemand redet gerne über die Pain Points, ja. Also jeder verschleiert auch so ein bisschen gerne seine Probleme intern. Manchmal ist es auch ein Problem des Stolzes, also ein Ego-Problem. Manchmal ist es einfach auch ein Datenschutzproblem oder dass man einfach auch diverse Dinge gar nicht so jetzt ausplaudern möchte in einem Cold Call, wenn man sich auch noch nicht wirklich kennt und noch keine Vertraulichkeitserklärung oder sonstiges NDA oder irgendwelche Erklärungen halt unterschrieben hat. Also überhaupt man hat noch keine Beziehung. Man ist sich also noch völlig fremd, dann darf man manche Dinge ja auch gar nicht so richtig direkt nennen oder sagen. Und das ist also unsere Aufgabe, mit sehr viel Fingerspitzengefühl in der Akquise, hier eben zwischen den Zeilen zu lesen und zu versuchen herauszufinden, wo sind denn tatsächlich die Probleme aktuell. Und das ist so Thematiken mit, wo es um Daten, Data Science geht oder alles, was irgendwie mit Security zu tun hat, aber auch Softwareentwicklung. Diese Themen hängen meistens auch sehr stark zusammen. Berechtigungskonzepte, ja, wenn es solche Themen sind, das ist dann so eine also so eine, nicht Übergangs-, sondern das ist letztendlich überlappende Themen, ja, von IT-Security hin zu Softwareentwicklung, wenn man zum Beispiel ein Berechtigungssystem entwickeln lassen möchte oder Erweiterungen in der Standardsoftware, wie zum Beispiel SAP-Berechtigungen. Hier braucht man auch häufig jemanden, der entwickeln und Consulting kann, ja, gleichzeitig und so weiter und so fort. Hatten wir es vorgestern wieder im Fall. Und hier ist es halt so, dass wir in der ersten Phase der Telefonakquise, nochmal zur Wiederholung, 80, 20, 90, 10, also wir stellen eine Frage, lassen
hören dann nur zu und lassen eben den Prospect reden. Dann der zweite Phase ist, das Redeanteil ist ungefähr 50-50. Die zweite Phase ist die Phase, wo wir quasi die Painpoints, die wir eben in der ersten Phase erarbeitet haben, nochmal enforcieren. Das heißt, wir drücken da nochmal drauf, indem wir nochmal Fragen stellen, die letztendlich das nochmal bestätigen, was wir in der ersten Phase gelernt haben über den Prospect. Zum Beispiel unser größter Schmerzpunkt ist in der Antivirus-Software-Lösung, die funktioniert bei uns nicht. Dann in der zweiten Phase würde ich jetzt als Akquisiteur sagen, Herr Meier, Herr Müller, habe ich das so richtig verstanden, dass ihr einer der, Ihrer größten Painpunkte aktuell in der Schadsoftbekämpfung ist und dass da Ihre aktuelle Antivirus-Software-Lösung nicht richtig funktioniert. Stimmt das so? Und dann würde er sagen, ja, das stimmt so. Und dann würde er eventuell noch mal was sagen und so weiter. Es geht hier rein darum, einfach zum einen den Daumen nochmal, den Finger nochmal in die Wunde zu drücken, letztendlich die Painpoints, die wir in der ersten Phase erarbeitet haben, nochmal aufzuwühlen, also nochmal quasi nochmal aufzuladen. Wir wollen ja im Endeffekt das machen wir jetzt halt nicht einfach nur, weil uns das Spaß macht oder sowas oder weil wir was verkaufen wollen, besonders in so IT-Security-Lösungen und so weiter. Wir wollen ja tatsächlich den Unternehmen helfen, ja. Und deswegen hier nochmal richtig den Finger in die Wunde in der zweiten Phase. Redeanteil, wie gesagt, wir stellen eine Frage, dann wird die Antwort nochmal gegeben. Also Redeanteil ist wahrscheinlich ungefähr 60-40, you name it, ja, 50-50. Und dann die dritte Phase ist dann, wo wir dann quasi pitchen. Jetzt wollen wir den Kunden in den Termin abholen, dort dann eben closen, Deal und so weiter und alles Fortfolgende. Und dann ist natürlich der Redeanteil auch des Akquisiteurs, dann flippt das Ganze rüber, dann geht's 80-20, ja, dann musst du auch reden können. Das heißt, der Akquisiteur, ja, oder auch der, ja, sag mal, im B2C ist es häufig der Setter, Closer und so weiter. Aber im B2B mit komplexen Softwareprodukten, IT-Systemen und so weiter, muss der Akquisiteur alle drei beherrschen. Ja, und das ist eben bei uns bei den Schnuppertagen, da nehmen wir schon relativ hart ran die Leute, die für uns arbeiten wollen, bevor wir sie überhaupt einstellen, bevor wir ihnen überhaupt eine Probezeit anbieten können, weil das nicht ganz so einfach ist. Also viele können entweder gut zuhören, aber dafür nicht gut präsentieren. Viele können gut verkaufen, gut präsentieren und sich gut artikulieren und haben letztendlich eine gute Rhetorik drauf. Aber sie können überhaupt nicht zuhören, weil sie einfach so ein roter Typ sind. Sie können einfach die Klappe nicht halten, auf gut Deutsch gesagt. Und als guten Akquisiteur und nur dann, wenn wir sehen, okay, im Schnuppertag, okay, du kannst wirklich alle drei Phasen oder hast zumindest die Grundvoraussetzungen, dass du alle drei perfekt bis zur Perfektionierung erlernen kannst, erst dann nehmen wir dich überhaupt bei uns ins Training auf, beziehungsweise geben dir überhaupt erstmal einen Vertrag. Ja, und dann schauen wir nochmal in der Probezeit das Ganze nochmal, prüfen wir dann nochmal auf Herz und Nieren. Und nur dann kommst du auch wirklich langfristig bei uns ins Team. Bei uns verdienen die Akquisiteure auch überdurchschnittlich gut, aber die Aufnahmebedingungen sind auch überdurchschnittlich hoch. Also die Voraussetzungen, die Qualifikationen, unser Training auch entsprechend hart. Denn unsere Kunden erwarten einfach Top-Qualität und vermischt mit auch einer gewissen Anzahl von Quantität. Das heißt, Qualität schlägt immer Quantität, aber ohne Quantität geht es eben auch nicht. Das heißt, auch da wieder, ja, es ist nicht das eine oder das andere, sondern beides in Kombination. Und das nochmal gepaart mit der Beherrschung, ja, mit der Perfektionierung dieser drei Phasen in der Akquise. Also allein schon der Akquisiteur, der Telesales, der Telemarketer bei uns, ja, hat schon eine sehr große Grundvoraussetzung, die er schon mitbringt. Aber letztendlich, wenn er bei uns einmal ein paar Monate, ein paar Jahre gearbeitet hat, also ist er nochmal wirklich also ein Top-Mitarbeiter bei uns, der auch entsprechend dann abliefern kann. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Wenn das Video weitergeholfen hat, dann Daumen hoch bitte, teilen, kommentieren, liken und so weiter. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Thomas Klein. Ich muss weiter. Ciao.